Und dann hat er gesagt, im Gespräch muss ein sogenannter Bruch im Gespräch kommen. Das ist ein ganz berühmtes Zitat, das können Sie sich merken, wenn Sie über Turneisen nachdenken, der das Wort Gottes durchscheinen lässt und dann in so eine Verkündigungssituation umgeht, die... Jetzt gehen wir in die historischen Stationen und ich habe ja die Religionskritik schon erwähnt und in weiten Teilen war erstmal die Rezeption von Freud einfach keine Option. In der deutschsprachigen Theologie erst recht nicht, weil wir jetzt in die kerygmatische Seelsorge wechseln und zwar in die Zeit zwischen den Weltkriegen und um die Zeit der Weltkriege herum. Nämlich in die Zeit, in der die dialektische Theologie, die Wort-Gottes-Theologie ganz, ganz einflussreich war in Deutschland. Hier ging es darum, dass die Theologie, die dialektische Theologie mit der Theologie ihrer Zeit gebrochen hat, nämlich gesagt hat, wir können die Offenbarung und Kultur nicht zusammendenken. Das sind zwei radikal getrennte Dinge. Gott und Mensch müssen getrennt gehalten werden, auch in der Erfahrung von diesem Ersten Weltkrieg, dass dort die Theologie einfach an Grenzen kam, auch in der Erklärung. Also diese radikale Andersheit von Gott und das Hereinbrechen von Wort Gottes als das ganz andere, das war der dialektischen Theologie ein ganz wichtiges Anliegen. Man kann hier Karl Barth auch noch als ganz wichtigen Vertreter nennen. Das wird Ihnen überall begegnen. Also, und für die Seelsorge ist es Eduard Turneisen, der damit mit dem Namen von dialektischer Theologie und kerygmatischer Seelsorge ganz eng verbunden war und ist bis heute eigentlich. Das heißt, die Aufgabe der Seelsorge, so sagt er, ist eigentlich, das Wort Gottes zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft Gottes. Dafür muss in der Seelsorge ein Raum geschaffen werden, dass dieses Wort Gottes sich auch ereignen kann. Und deswegen hat er gesagt, Seelsorge ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Also was ganz anderes, wie wir gerade gehört haben, wo es darum geht, tieferes Menschenverständnis, sondern in der Seelsorge ist es ein Spezialfall der Predigt. Dort wird verkündigt, und zwar das Wort Gottes. Und damit hängt auch zusammen eine ganz andere Einschätzung der Psychotherapie. Jetzt gerade hatten wir ja mit einer großen Hochschätzung zu tun. Und da sagt Turneisen, wir sollen nicht den Psychologen spielen, nicht den Arzt, nicht den Juristen, selbst dann nicht, wenn der bei uns Hilfesuchende es von uns erwarten oder verlangen sollte. Also, Seelsorgende sind in erster Linie Theologen, Verkündigende, Prediger, Predigerinnen, würde ich fast schon sagen wollen. Sage ich natürlich nicht. In dieser Zeit gibt es keine Frauen, die predigen und verkündigen. Die kommen erst später. Aber tatsächlich ist von der Art und Weise, wie jetzt vorging, hat er gesagt, die Seelsorge ist ein freies Gespräch, ganz grundsätzlich, in dem alle Themen vorkommen können. Ich sage Ihnen das deswegen dazu, weil ganz oft wird Turneisen so rezipiert, nur in diesem Seelsorge ist Predigt. Trotzdem hat er gesagt, dieses Gespräch soll offen sein für alle Themen. Aber es geht letztlich um die Verkündigung des Evangeliums. Und dann hat er gesagt, im Gespräch muss so ein sogenannter Bruch im Gespräch kommen. Das ist ein ganz berühmtes Zitat, das können Sie sich merken, wenn Sie über Turneisen nachdenken, der das Wort Gottes durchscheinen lässt und dann in so eine Verkündigungssituation umgeht, in der das göttliche Urteil sichtbar wird, in das der Mensch hineingenommen ist. Es geht dann um Vergebung und Rechtfertigung des Menschen, die erkennbar werden. Das heißt, auf die menschliche Situation wird ein neues Licht geworfen durch Gottes Gnade und Zuwendung, die da erkennbar wird. Und da sieht man auch, dass der Seelsorgende ermöglicht, dass Gottes Wort wirken kann. Also er ist dann schon, er ist weniger der, der das direkt macht, sondern der als Mensch selber wird eher gering angesehen oder sein Einfluss wird weniger groß angesehen als jetzt der Einfluss Gottes, der durch ihn wirkt in diese Situation hinein. Und trotzdem ist bekannt von Turneisen, dass er offenbar ein ganz einfühlsamer, zugewandter Seelsorger war. Das wurde dann erst später wieder in der Rezeption nochmal deutlicher akzentuiert. Also jemand, der schon gesagt hat, wir müssen erstmal zuhören. Seelsorge ist zuhören und nicht gleich irgendwelche Bibelstellen hinlegen, könnte man sagen, sondern erstmal die Situation wahrnehmen. Und er sagt, es geht darum, ein geduldiger, angespannter, aufmerksamer, wacher und verstehender Zuhörer zu sein. Und an solchem Zuhören hängt geradezu alles. Und das als Hintergrund bringt uns auch nochmal dazu, wie er Psychotherapie und Psychologie gesehen hat, nämlich einerseits hat er die Wichtigkeit schon gesehen. Also er ist da auch nicht
er hat es nicht gering geschätzt, was Psychologie einbringen kann und Psychotherapie, sondern er hat gesagt, es ist gut, wenn wir darüber möglichst exaktes, methodisches und umfassendes Wissen vom Menschen bekommen können in seinem seelischen Zustand. Deswegen ist Psychologie nützlich. Aber Psychologie bleibt immer eine Hilfswissenschaft. Also immer dem untergeordnet, was die Theologie sagt und was wir auch in den biblischen Schriften finden. Und deswegen muss sich Psychologie immer unterordnen der Heiligen Schrift und theologischen Erkenntnissen. Das war ganz zentral für seine Theologie. Und jetzt kommen die gesagt haben, oh nein, also so kann man das nicht mehr machen, weil auch in der ganzen Rezeptionsgeschichte von Turneisen, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, war viel von 1928, aber in der ganzen Folge bis in die 60er Jahre wurde davon auch viel eng geführt und wirklich Seelsorge als dieses Predigtgeschehen verstanden. Und man hat gesagt, wir können jetzt nicht mehr Menschen anpredigen. Die 60er Jahre kennen Sie vielleicht auch als eine Zeit des Umbruchs, des sehr großen Umbruchs, vor allem die 68er, die ja ganz viel über Bord geworfen haben, was vorher so galt, viel hinterfragt haben, auch ein großer Kulturumbruch in Deutschland. Und dort findet jetzt die empirische Wende in der praktischen Theologie statt, die sich hinwendet zur Lebenswirklichkeit des Menschen. Dann erstmal Pause, ich würde sagen bis Viertel nach, ja, vielleicht, ja, so Viertel nach probieren wir mal.